Und hier sehen Sie es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Emir Canay vom UFD-Gym Düsseldorf gegen Arnold Fulop. Angesprochen, Fulop gut 10 cm größer wie sein Kontrahent in der roten Ecke. Mal schauen, ob er seine Reichweitenvorteile hier ausspielen kann. Aber gestern auch mit Canay unterhalten. Der ist heiß, der ist hungrig. Und habe ihm auch noch kurz beim Bratzentraining, beim Abschlusstraining zugeschaut. Der hat Bomben in den Fäusten. Nicht verwunderlich bei dem Gym, wo er herkommt, wo er trainiert. Eines der Top-Gyms in Deutschland und Europa. Namhafte Kämpfer von dort. Unter anderem Kerim Engisek, Lomali, Abus Magomedov und auch Roberto Soldic trainiert dort. Hat gestern leider seinen Debütkampf bei ONE durch einen No-Contest nicht verloren, aber hat hier einen starken Tiefschlag einstecken müssen. Konnte den Kampf leider nicht mehr fortsetzen, wurde hier dann zu einem No-Contest gewertet. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit unserem 11. Kampf des heutigen Abends bei der Vendetta Fight Night 31, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zwischen der roten Ecke Emir Canay vom UFD-Gym Düsseldorf und der blauen Ecke Arnold Fulop vom Gyori Borsok-Gym aus Ungarn. Hier im Amateurbereich befinden. Hier wird noch mit Schienbeinschützern und etwas dickeren Handschuhen gekämpft als bei den Profis. Hat bis jetzt 8 Kämpfe bestritten, davon 4 gewonnen. War zuletzt erfolgreich bei der deutschen Meisterschaft im Amateur Mixed Martial Arts. Er trainiert im UFD Gym in Düsseldorf. Und hier sehen wir jetzt auch, wie Emir Canay zu mir ringt. Und hier kommt auch schon Emir Canay zum Ring. Lässt sich hier von den Fans feiern. Türkische Wurzeln Emir Canay. Wie vorher schon erwähnt, konnte sich die deutsche Staatsmeisterschaft vor kurzem sichern. Letzte Instruktionen von der Ecke, die obligatorische Cutman-Behandlung. Und dann dürfen wir uns auf den 11. Kampf des heutigen Abends freuen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Rote Ecke Emir Canay gegen die blaue Ecke Arnold Fulop. Letzte Instruktionen, die Kontrolle, ob hier keine verbotenen Substanzen auf die Handschuhe aufgetragen wurden, die den Gegner beeinflussen könnten, irritieren könnten. Letzter Check-up. Dann gibt es die Vaseline, um eine schnelle Cut-Bildung zu verhindern. Sehen Sie sich den Blick von Can an, der ist komplett fokussiert. Eine etwas weitere Anreise gehabt aus Düsseldorf. Am Freitag gelandet mit dem Flugzeug. Ein Catchweight-Kampf bis 80 Kilogramm.
Jetzt nochmal die letzten Instruktionen vom Referee. Und jetzt wird hier die erste Runde freigegeben, liebe Zuschauer und Zuschauer. Das Fairness Touch Gloves am Beginn des Kampfes. Hier Can, schöne linke Overhand. Ja, schenken sich hier beide nichts. Can versucht hier gleich den Takedown. Xan sich diesen auch sichern. Versucht sich jetzt in die dominantere Position vorzuarbeiten. Fulop macht das hier aber gut, verteidigt sich gut. Fixiert hier Can Al. Arbeitet sich hier jetzt immer weiter frei. Can Al, jetzt hier harte Schläge zum Kopf von Fulop. Sie hat etwas das Tempo rausgenommen von Can Al, aber trotzdem klar der Dominantere hier am Boden. Jetzt wieder hier hartes Ground and Pound. Und vorne jetzt hier schöne Hammerfist von Can Al. Wird hier jetzt versuchen, den Sack zuzumachen. Fulop muss sich hier noch aktiv verteidigen, sonst wird der Referee diesen Kampf gleich beenden. Ja, Fulop kann sich hier noch einmal über Wasser halten. Jetzt Can Al in der Half Guard. Fixierte das Bein von Can Al, um ihm den Weg in die noch dominantere Full Mount zu erschweren. Can Al setzt hier jetzt einen Joke an, ob er den schon durchgebracht hat. Du hast das Tempo rausgenommen. Ah, hier wurde vom Referee kontrolliert, ob Fulop nicht vielleicht doch schon im Land der Träume ist. Und das war's jetzt hier. Emir Can Al gewinnt seinen Debütkampf bei der Vendetta Fight Night in der ersten Runde durch Submission. Nicht anders zu erwarten gewesen. Wer aus einem der Top-Gyms Europas kommt und mit Leuten trainiert, die in den weltbesten Ligen unterwegs sind und sich dort mehr als nur gut schlagen oder behaupten. Man schaut sich an den Debütkampf von Abusmagomedov bei der UFC Paris. Ist dann auch nochmal gleich die Highlights des vergangenen Kampfes, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die offizielle Urteilsverkündung. Nochmal die Highlights. Can hier immer schön mit der linken und hier sichert er sich den Takedown. Hier sehen wir nochmal das harte Ground and Pound. Es wirkt vielleicht zu Hause vor den Bildschirmen so, als wäre in diesen Fäusten weniger Kraft, aber das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Es ist wie ein Hammer, der auf Ihren Kopf einschlägt, ohne Pause. Hier sehen Sie es noch einmal. Offizielle Urteilsverkündung. Dann darf ich Ihnen auch schon den 12. Kampf des heutigen Abends ankündigen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir gehen wieder in den Pro-MMA-Bereich. 3x5 Minuten in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. In der roten Ecke ein Lokalmatador, Eril Gent Brisereni von der Alpha Academy. Das Gewicht hat gepasst mit 66 Kilogramm, 1,76 Meter groß, 24 Jahre jung. Einen Kampf, den hat er gewonnen. Ihm gegenüber steht in der blauen Ecke Alexandru Lupska vom Grand MMA Satumare aus Rumänien. Auch er hat sein Gewicht gemacht mit 66 Kilogramm, 1,79 Meter groß, 19 Jahre jung. Sein Debüt heute hier im Profisegment.